Die einen sehen hier nur Kinderspielzeug und die anderen moderne Kunst. Dieser Mann hat sich auf jeden Fall voll und ganz den kleinen Plastikteilchen verschworen. Ich habe Skulpturen aus verschiedenen Materialien gemacht und eines Tages dachte ich, ich könnte doch mal Lego-Steine benutzen, um große Skulpturen zu machen. Deswegen habe ich dann damit experimentiert und ich finde, ja, das hat was. Und jetzt habe ich meine ganze Karriere auf Legos ausgerichtet. Der ehemalige Rechtsanwalt präsentiert jetzt in dieser Ausstellung einige seiner Werke. Unter anderem seine berühmteste Skulptur, Yellow. In meinen Kunstwerken sieht man ja, dass ich auch menschliche Formen darstellen kann, mit all ihren komplizierten Kurven und das aus kleinen Rechtecken. Yellow besteht aus knapp 11.000 Steinen. Und diese Interpretation von Edvard Munchs Der Schrei aus fast 4.000 Legos. Ja, man braucht schon etwas Geduld für diesen Job. Es dauert so 2 Wochen, eine lebensgroße Skulptur fertigzustellen. Es gibt Zeiten, da musst du es einfach durchziehen. Ich habe ganze Tage, 8, 9 Stunden, manchmal 12 Stunden damit verbracht, Stein auf Stein zu drücken. Für 75 Skulpturen aus dieser Ausstellung hat er beispielsweise mehr als 4.000 Stunden Arbeit investiert. The Art of the Brick ging schon rund um die Welt. Jetzt läuft die Ausstellung bis Ende Januar in der Old Truman Brewery in London.